Kaiserslautern und die Suche nach der letzten Hoffnung. Der Relegationsplatz schon 8 Zähler entfernt. Gedanken an Liga 3, zumindest beim Trainer, nicht zu finden. Jetzt gar nicht. Ist nur Bielefeld. Die Niederlage am Wochenende fast schon gleichbedeutend mit dem sicheren Abstieg aus der zweiten Liga. Gefühlt sind wir ja seit 4 Monaten abgestiegen. Ja, wenn ich so auch Kollegen von Ihnen höre, das ist ja auch in der Situation, in der ich hier hingekommen bin, jetzt auch nicht unbedingt falsch, nach 19 Spielen 12 Punkte zu haben. Man hat dann die Hoffnung ein Stück weit hochhalten können mit vielen Punkten, mit guten Spielen. Unterm Strich aber mit zu wenig Ertrag. Tabellenschlusslicht und nur noch 3 Spiele. Das ist jetzt sicherlich eine Situation, ja, die war klar, dass die irgendwann kommt, dass die Spiele weniger werden. Jetzt hast du noch eine theoretische Möglichkeit. Ich möchte, dass das, soweit das irgendwie geht, ausblenden für das Spiel. Ja, wegdrücken, uns wirklich auf einen guten Gegner konzentrieren, sind zu Hause wirklich sehr, sehr stark. Und da ist es gut, wenn wir wirklich fokussiert sind, rein auf das Sportliche, rein auf diese 90 Minuten in Bielefeld. Auswärts bei der Arminia. Dort könnte für Lautern das Kapitel Liga 2 auch rechnerisch endgültig zu Ende gehen. Alles andere müssen wir beiseite schieben und uns letztendlich fokussieren auf ein gutes Auswärtsspiel. Die Suche nach der letzten Hoffnung. Aufgeben wollen sie noch nicht, auch wenn die Rettungschancen verschwindend gering sind.